Sensationssaison 2022 für das Mehrkampfzentrum Nauen mit Sportinternat. Getragen vom SV Leonardo und dem Da Vinci Campus Nauen. Bei den deutschen U18 Mehrkampfmeisterschaften in Halle regnet es am letzten Augustwochenende noch einmal Gold, eine Saison für die Nauender Geschichtsbücher. Eine bessere Saison gibt es nicht. Also so viele Meistertitel zu bekommen, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das gehen kann. Aber erstmal der Reihe nach. Amadeus Gräber, Friedrich Weiß und Jack Odysseus Voss sichern sich die Goldmedaille im Mannschaftswettbewerb des Zehnkampfes mit einem Traumergebnis von 20.023 Punkten. Zudem können Weiß und Voss gemeinsam mit Emilio Meisel den Teamwettbewerb bei den Berlin-Brandenburgischen, Mitteldeutschen und Norddeutschen Meisterschaften für sich entscheiden. Ja, Zehnkampf ist natürlich immer was Anspruchsvolles, aber dass wir als Team das so geil durchgestanden haben, glaube ich, kann man einfach nur gut finden. Amadeus Gräber krönt sich zum deutschen Meister im Zehnkampf inklusive zahlreicher Saisonbestleistungen. Zuvor konnte er schon den Titel bei den Hallenmeisterschaften im Januar holen. Und natürlich das Highlight, die Europameisterschaften in Jerusalem, wo er auch ganz oben stand. Ich bin mit meiner Saison sehr zufrieden. Kann ich so sagen. Für mich waren die Deutschen jetzt zum Schluss nochmal so ein guter Abschluss. Ich hatte keinen Druck, weil ich wusste, der Saisonhöhepunkt ist geschafft und ich kann hier einfach Spaß haben quasi. Auch eine Vize-Weltmeisterin hat es in diesem Jahr gegeben, Dr. Katja Hasselberg. Sie springt dieses Jahr bei den Masters-Weltmeisterschaften in Tampere, Finnland, stolze 4,92 Meter und sichert sich somit die Silbermedaille in der Wettkampfklasse W55. Mental habe ich es echt geschafft, nachher nochmal alles rauszuholen, mich in der Saison immer mehr gesteigert und dann zum Höhepunkt es einfach auch geschafft, das aufs Brett zu bringen. Lara Vriet wird nächste Woche im neuen Siebenkampfteam antreten. Erstmal macht sie aber als Berlin-Brandenburgische Meisterin im Kugelstoßen auf sich aufmerksam. Stolze 12,62 Meter bringen ihr im Juni den Titel. War ich auch super zufrieden, da habe ich auch eine neue Bestweite gehabt, deswegen war ich auch super zufrieden. Und ich hatte meine Konkurrentin geschlagen, da war ich super happy. So, das war wirklich sehr cool. Ihr Bruder Alexander Vriet und Julian Höhne sorgen bei den Paraleichtathleten gleich für einen ganzen Medaillenregen. Die Jungs des Jahrganges 2007 schnappen sich schon dieses Jahr mehrere Titel in der Altersklasse U17. Tatsächlich waren sehr viel mehr Wettkämpfe als letzte Saison. Dadurch merkt man auch wirklich, dass jetzt wieder man aus dieser Corona-Stimmung rauskommt. Und dass es auch viel mehr Leute wieder Lust auf den Sport haben. Das haben wir besonders beim Glenard Cup gesehen. Da waren wir Unmengen an Menschen. Das war sehr, sehr schön. Nicht zu vergessen Anton Gallas, der sich passend zu seinem 18. Geburtstag mit dem norddeutschen Meistertitel über 100 Meter belohnt. Er selbst hat aber seine ganz eigenen Highlights, wenn es um die vergangene Saison geht. Bin ich, dass ich direkt im ersten 100-Meter-Lauf unter 11 gelaufen bin. War ziemlich überraschend, aber fand ich sehr gut. Und dass ich mich direkt im ersten U20-Jahr gut in der Altersklasse etabliert habe. Bleiben natürlich noch Trainer Manfred Hofmann, Annette Taterra und Olaf Kusata, die Athletinnen und Athleten in dieser Saison betreut haben. Und natürlich möchte das Mehrkampfzentrum auch nächstes Jahr wieder voll angreifen. Dann werden unter anderem Tobin Schmidtke und Fred Isaac Florisson zum Mehrkampfteam hinzustoßen und die erste Siebenkampfmannschaft der Mädchen wird auch in den Start gehen. Der Blick ist jetzt schon auf 2023 gerichtet, dann will man natürlich da weitermachen, wo man diese Saison aufhört.